in der letzten Episode. So, was ist hier drüben? Ja, da muss eigentlich die Interkontinentale hin. Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei Invisible Inc. in der Folge 5. Ja, die letzte Folge war ziemlich miserabel. Da habe ich uns in eine ganz, ganz üble Position manövriert und soweit ich das weiß. Ne, wir haben unsere Agenten wieder. Achso, na dann nicht. Dann ist das zurückgesetzt. Naja, dann machen wir das lieber so, weil das war ja furchtbar. Das geht ja gar nicht. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo wir hingegangen sind. Ach, das war dann den ganzen Tag nochmal. Executive Terminals have elevated security credentials. Okay. Das war das dann das. Dann haben wir hier einen Sicherheitsbericht. This is a regional security office, so expect hardened resistance. High-level security operatives may have specialized. Ja, aber das Problem ist ja, wir haben nichts. Weißt du, da sind halt irgendwie so schon so Elite-Soldaten unterwegs, die du halt selber nicht ausschalten kannst. Ja, ja, ja. Ach, der leck mich. Ja, als Maul. Gut, das. Executive Terminal. Machen wir einfach nochmal. So. Ja, ja, das kennen wir schon. Ich werde zu alt für diesen Mist. Ja, da hast du aber recht. Was ist denn das? Achso, das kann man dann wieder hacken. Da ist auch ein Typ, kann das sein? Did you see that? Nee, nee. Nichts gesehen. Okay. Was? Ah ja, sehr schön. Gut. Dann wissen wir da schon mal Bescheid. Also ich bin ja nicht so der Freund von einfach nur betäuben. Ich wäre hier schon mit einer Fernwaffe, mit der Schusswaffe, die auszuschalten. Fertig. Ja, 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 wir stoppen ja schon. Ich kann den wieder mal nicht K.O. schalten. Willst du mich verarschen? Damn it, they got away. Ja, das ist schon ärgerlich. Ach, das ist wieder so ein Einser. Und er hat das Ding noch nicht. Ach, das kann doch nicht wahr sein. Okay. What was that? Ja, das Problem ist, wir sitzen hier natürlich schön in der Falle und wir können ja nicht ausschalten. Hey, investigate. Ja, dann müssen wir da halt schnellstmöglich weg. Was ist denn da? Achso. Komm, Tür auf, wir müssen da durch. Dass wir außer Sicht sind. Okay. Breaching at this location. We're investigating the scene. Stop there. Damn it, they got away. Hey, investigate it. Die Penner an der Backe. Wie weit kommen wir denn da? Nicht sehr weit. Kommt sie denn? Naja, sie kommt dahin. Okay, alles klar. Ja, ich beklau den erstmal. Okay, wo kommen wir jetzt hin? Da hinten hin. Ja, dann lauf mal wieder Wind, Junge. Okay. You can run, scum, but you can't hide. What was that?
Ach, das ist doch zum Kotzen. Oh, ist ja wunderschön. Das ist der Ausgang, das ist ja auch gut. The executive terminal is the large device with the simplified controls. There. Okay, das heißt, da ist der Ausgang, da ist das Terminal und er ist hier ganz allein. Das ist ja wunderschön. Agenten-AP durch Algorithmus erhöht. Corporate Engineering at its finest. We can work with that. Ach, das ist ja schön. In Stimmen. Wir haben keine Energie. So, natürlich. Konzernsafe. Nanofabrikator. Hack Demon Datenbank. Okay. Ja, dann muss er halt hier unten klauen. Okay, alles klar. You can run, scum, but you can't hide. Guard down. Stop. Hey, investigating. Ja, kann ich wieder, danke. Ist das auch wieder so ein, den ich nicht ausschalten kann? Damn it, they got away. Also sie hat einen Cooldown. Und der hat gar nichts. Juhu. Ah ja. Na, dann klauen wir wenigstens. Das ist ja auch schon mal was. Und er kann hier nicht weg. Doch, er kann hier hin, okay. Bringen wir uns halt so in Sicherheit. You can run, scum, but you can't hide. Hey, intruder! Stop there! Ach. Agent down. Use med gel to get them back on their feet. Ich habe kein medizinisches Gel. Ich habe einen Stimmpack. Einen Aufladepack. Und er hat gar nichts, der Penner. Was für ein Loser. Aha. Wertvolle Tech. Naja. Juhu. Okay. Moment. Someone's down. Calling it in. Oh, what happened? Wie kann man Agenten mitschicken, der nichts drauf hat? Ach. Okay, Moment. Tür auf. Renn wie der Wind. So, dann machen wir hier erstmal zu. Okay. Investigating. Okay. Tja. Ja. Junge, komm mal hier rein und mach mal die Tür zu. Okay. What happened? Na, wie viel Energie haben wir noch? Gerade so viel, okay. Thermaler Unterbrecher, Stufe 3, Rüstungsdurchschlag 3. Kostet 2 Energie pro Rüstungspunkt. Ist mir egal, kaufen wir jetzt. Wir brauchen ein Medgel. Wir haben kein Geld. Das ist ja wunderschön. Okay.
Ja, da fehlt uns dann die Energie. Okay, guck mal durch. Aber das ist ja cool. Aber irgendwas ist hier auch. Ja, eine Kamera wahrscheinlich. Nehme ich mal an. Investigating area. Eine Kamera, Mist. Nee, ist es nicht. Ist tatsächlich ein Idiot. Okay. Did you see that? Hinterhalt bereit. Okay. Dann gehst du hier hin. Auch Hinterhalt bereit. Alles klar. Da ist noch eine Kamera, alles klar. Wir haben aber keine Energie. Mist. Wir können auch nicht fernhacken. Warte mal. Du kannst doch noch was tragen. Ja. Und dann kannst du dir eigentlich auch mal das nehmen. So. Dann haben wir nämlich alle ein bisschen mehr Züge. Doch, wir haben noch. Sehr schön. Perfekt, das hat gerade gepasst. Sehr schön. Okay. So, und jetzt ist die große Kunst, wie da herauskommen und, ja, die Internationale noch wiederbeleben. Okay, der geht da drüben lang. Ach so. Moment. Okay. Gut. Gut. Looking around. Junge, dass du nur so ein paar Schrittchen laufen kannst, das ist ja echt schlimm. Klar. Investigating area. Investigating. Ja. Okay. Okay. Gut. Okay. Aber du hast doch den Sicherheitspass, genau. What was that? Investigating. Kannst du die Tür wieder? Nee, kann er leider nicht. Okay. Okay, du bringst dich mal in Sicherheit hier hin. Investigating area. Investigating. Wir haben ein Glück. Wow. Gut. Okay. Die sind nämlich alle schon weitergelaufen. Gut. Zug beenden. Investigating area. Ja, ja, da kommt jetzt noch eine Wache. Juhu. Ja, toll. Was meinst du, was ich vorhab? Ach, der Typ hat echt überhaupt keine Bewegungspunkte. Okay. Gut. Okay, die laufen alle da unten lang. Das ist gut. Du sollst sie nicht beklauen, du sollst, Achso, er hat das Medpack. Na toll, das ist ja dämlich. Moment. Du kannst und hast noch ein paar Punkte, ja. Dann müssen wir das andersrum machen. Ach, ich dachte, okay, mach ich jetzt. Nee, nicht stimmen. Warte mal. Das ist eine Stimmdose. Wir hatten doch Medizindinger gekauft. Ach, wir hatten kein Geld.
Ja, dann halt nicht. Dann kann ich es jetzt auch nicht ändern. Dann ist es halt Investigating. So. Investigating. Okay. Warte. So. Du hast doch... Ach ja, ich bin etwas verwirrt, sorry. So, du gehst hier hin. Machst mal die Tür zu. Okay, alles klar. Komm. Was? Entsperrer mit Hilfe von Inkognita. Keine verfügbaren Ziele. Ja, ist mir jetzt auch egal. Ach, was weiß ich. Was soll man denn da wählen? Sicherheitsbericht. Ja, warum eigentlich nicht? Ja, Standardverzeichnis. So. Good job. You've got the site list. They noticed you poking about. Ist doch klar. Okay. Okay. Tja. Looking around. Investigating area. Alarm level 5. Ja, ja, Vollstrecker. Hey, investigating. Komm. Tschüss. Excellent work, operator. Now to sift through the data and find the juiciest targets. Ja. Leider die Internationale verloren. Knocke alle Feinde in einem kleinen Bereich um diesen Agenten aus, 2 Züge K.O. Dieser Effekt wird ausgelöst, wenn der Gegner aus irgendeinem Grund enttarnt wird. Kauf. Okay. Warte mal, was hat er? Er hat modulare Kybernetikkörper. In seinem Streben, die perfekte Verbindung zwischen Mensch und Maschine herzustellen, hat Alex in beinahe 90% seines Körpers einen hochmodernen robotischen Körper umgewandelt. Beginne mit 6 Erweiterungsslots. Je 3 installierte Erweiterungen gewähren Nahkampfwaffen plus 1 K.O. Schaden. Okay. Und er hat neurale Vernetzung, erlaubt den Agenten Daemons in angrenzenden Objekten zu enthüllen. Und das ist ein Holo-Kreislauf. Gut. Ach ja, Tempo, ganz ehrlich, der Junge hat's nicht so. Okay. Das hatten wir schon in der letzten Folge, ja. So sieht's aus. So, das heißt, das nächste wird dann London K.O. Sicherheitsbericht Level 2. Ja, wir machen das Level 2. Gibt's eigentlich schon Level 3 Dinger? Na, Gott sei Dank noch nicht. Ja, wir haben jetzt leider nur noch 2 Agenten, Mist. Dann ist es halt so. Dann würde ich sagen, auch wenn die etwas kurz ist, in der nächsten Folge fliegen wir nach London, ja. Dann danke ich euch fürs Zuschauen, wünsche euch einen coolen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.